habe Geräusche wahrgenommen, also so ein Hupen und halt auch Licht und habe halt in dem Moment versucht, mich irgendwie an der Seite noch hochzuziehen und dann wurde ich halt von diesem Güterzug mitgerissen. Es sind ganz viele Situationen von Senioren auch da, die emotionsmäßig auf einmal ihre Sorgen diesem Pony erzählen. Und es ist immer sehr, sehr ergreifend, muss ich sagen, wenn ich dann sehe, was dieses Pony einfach schon bewirkt, nur durch seine Anwesenheit. Die Elke hat eben gleich gesehen, mit dem scheint etwas nicht zu stimmen. Hat angehalten, hat mich aus dem Auto gezogen, hat der anderen Frau die Anweisung gegeben, sie soll einen Notruf wählen, 112. Sie soll mein Auto anhalten, weil das ist dann weggerollt. Und sie hat sofort mit der Wiederbelebung begonnen. Ich habe mich als Steigbügelhalter gesehen für ein machbares Leben, das wahrscheinlich sehr anders aussehen wird als das, was sie vorhatten in ihrem Heimatland. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Oft heißt es ja, wir sind eine Gesellschaft von Egoisten, aber es gibt sie doch, die spontanen Helfer, die Retter in der Not. Warum sind manche da aufmerksamer als andere? Alltagshelden, das ist heute unser Thema im Nachtcafé und ich freue mich sehr auf diese Gäste. Eigentlich waren sie auf dem Weg in den Urlaub, Eileen Holz, als sie am Bahnhof einen Mann im Gleisbett liegen sahen. Ohne zu zögern, sprangen sie zu ihm und versuchten, ihn nach oben zu ziehen. Dabei erfasste sie einen Güterzug und verletzte sie schwer. Sie verloren einen Unterschenkel, der Mann starb. Wie ihr Leben heute aussieht, davon berichtet Eileen Holz. Herzlich willkommen bei uns im Nachtcafé. Mitten auf der Landstraße erlitten Sie in Ihrem Auto einen Herzstillstand, Thomas Scharberger. Eine Frau und ihr jugendlicher Sohn kamen Ihnen zu Hilfe, während viele andere Autofahrer verärgert hupten und vorbeifuhren. Später besuchten Sie Ihre Lebensretterin. Warum Sie das getan haben und was aus diesem Besuch geworden ist, das erzählt uns Thomas Scharberger. Sie, Carola Weidemann, haben heute einen ganz besonderen kleinen Alltagshelden dabei, nämlich Pumuckl. Mit nur 50 cm Körpergröße fällt das Shetland Pony überall auf. Doch er hat auch Eigenschaften, die einem nicht sofort ins Auge stechen. So schafft er es, Demenzkranken alte Erinnerungen zurückzubringen. Wie Pumuckl das macht, das erfahren wir von Carola Weidemann. Herzlich willkommen an Sie beide. Derzeit teilt Schauspielerin Julia Stemberger ihre Wohnung mit einer geflüchteten Frau aus der Ukraine und deren Tochter. Es ist nicht das erste Mal, dass sie ihr Zuhause fremden Menschen öffnet. Schon 2015 lebte eine syrische Frau mit ihrem Sohn bei ihnen. Ich hätte nicht anders können, ich wäre sonst an mir selbst vorbeigegangen. Das sagt Julia Stemberger. Herzlich willkommen. Was man alles bewegen kann, wenn viele Menschen an einem Strang ziehen, davon können Sie berichten, Hilmar Ulrich. Als der Bäcker in Ihrem Dorf schwer erkrankte und den Laden nicht mehr weiterführen konnte, da gründeten Sie und Ihre Mitstreiter kurzerhand eine Genossenschaft. Nun gehört die Bäckerei mehr als 700 Menschen. Schön, dass Sie bei uns sind, Hilmar Ulrich. Und wir begrüßen Professor Dieter Frey. Als Sozialpsychologe erforschen Sie, warum manche Menschen in brenzligen Situationen Zivilcourage zeigen und andere nicht. Sie sind überzeugt davon, dass jeder Einzelne von uns üben kann, sich mutiger und engagierter für andere einzusetzen. Herzlich willkommen, Herr Frey, und herzlich willkommen an die gesamte Runde. So. Jetzt haben wir heute ja wirklich auch einen außergewöhnlichen Gast, Frau Weidemann. Stellen Sie uns doch noch mal Pumuckl etwas vor. Ja, ich darf hier einmal vorstellen, wie er gemütlich hier gerade am Mampfen ist. Das ist Pumuckl. Ja. Pumuckl ist momentan das kleinste Pony der Welt. Und Pumuckl hat eine ganz besondere Aufgabe. Ja. Er geht nämlich in Seniorenheime, in Kindergärten, in Hospize und Behinderteneinrichtungen. Und da hat er seine besondere Aufgabe, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Was können Tiere da bewegen? Ja, das ist erstmal toll, genau. Was,
Herr Frey, was können Tiere da bewegen? Also bewirken zumindest, dass die Menschen sich nicht mehr einsam fühlen. Sie fühlen Nähe. Und es gibt sowas, eine körpereigene Endorphine oder Oxytocin, so eine Kuschelhormon wird dadurch entwickelt. Sie müssen unbedingt streicheln. Ja. Wir haben Ähnliches auch mit Hunden, ja, mit Therapiehunden entwickeln können. Und ja, und das bewirkt Nähe und Freude und Lebensfreude und birgt wieder Erinnerungen an früher. Ja, gibt es denn hier auch Pferdefans in der Runde? Ich glaube, Sie haben mit Pferden zu tun, oder? Ich bin geritten bei einer Serie, die ich gemacht habe, aber ich war immer froh, wenn ich wieder unten war. Okay, aber weckt schon Interesse, oder? Nee, würde ich am liebsten mitnehmen. Einfach einpacken. Fühlt sich Pumuckl denn bei uns wohl? Ja. Ja, also ich würde schon sagen, beste Futter. Ja. Und wenn es immer was zu futtern gibt bei Ponys, dann fühlen sie sich schnell wohl. Wenn wir über Alltagshelden reden, dann reden wir ja auch oft über Solidarität, über Mut, über Zivilcourage. Frau Holz, Sie waren am 3. September letzten Jahres auf dem Weg in den Urlaub, wollten eigentlich zum Flughafen und waren am Bahnhof in Verden, mussten auf den Zug warten. Wie haben Sie die Zeit da verbracht? Wie haben Sie versucht, sie zu überbrücken, bis der Zug kommt damals erst einmal? Ja, also ich habe natürlich so ein bisschen zu den Freunden und zu der Familie Kontakt gehalten, aufgrund dessen, dass halt die ganzen Züge an dem Tag gestreikt haben. Und dann habe ich später mit meiner Schwester telefoniert, um einfach so ein bisschen die Langeweile zu überbrücken, und bin dann halt so ein bisschen hin und her gelaufen. Und dann habe ich halt irgendwann gesehen, dass da jemand im Gleisbett liegt. Was heißt das? Haben Sie gesehen, wer, also war das ein Mann, war das eine Frau? Das war ein Mann, also gesehen, wie er reingefallen ist, das habe ich nicht. Also wie gesagt, ich war total auf das Telefonat fokussiert. Ja. Und dann habe ich einfach nur gesehen, dass da jemand liegt, und ja, habe halt sofort gehandelt. Also ich habe meiner Schwester gesagt, hey, warte bitte, da liegt jemand, und habe sofort mein Handy halt auf meinen Koffer gelegt und bin losgerannt und runtergesprungen. Sind runtergesprungen. Was war mit den anderen Menschen, die dann noch auf dem Bahnsteig waren? Also in dem Moment habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob da noch irgendjemand war. Also im hinteren Bereich waren vielleicht ein paar Leute, aber da war ich so gesehen so in diesem Adrenalinrausch, dass ich einfach sofort gehandelt habe. Ja, das ist ja so eine Schwelle, auch selbst aufs Gleis zu gehen, das ist ja erstmal eine Schwelle. Was haben Sie dann gemacht? War der Mann dann ansprechbar? Nein, also der Mann war bewusstlos. Ich habe versucht, ihn anzusprechen. Ich habe versucht, ihn da irgendwie wegzuziehen. Und dann ist halt alles ziemlich schnell passiert. Was haben Sie da noch in Erinnerung, wenn Sie drüber reden wollen? Ja, das ist kein Problem. Also ich habe Geräusche wahrgenommen, also so ein Hupen und halt auch Licht. Und habe halt in dem Moment versucht, mich irgendwie an der Seite noch hochzuziehen. Und dann wurde ich halt von diesem Güterzug mitgerissen und habe halt nur gemerkt, dass ich irgendwann, ich sage jetzt mal, auf dem Boden lag. Ja. Und wie mich versucht hat, eine Frauenstimme wach zu halten. Und ja, ich habe mich sofort entschuldigt. Also ich hatte direkt Schuldgefühle. Warum Schuldgefühle? Ich meine, Sie haben versucht, jemanden zu retten. Warum Schuldgefühle? Erzählen Sie. Die Gedanken waren direkt bei der Familie und bei den Freunden. Also ich weiß, wie emotional alleine auch schon meine Mutter ist. Und insgesamt die Familie. Und ich wusste ja in dem Moment auch, okay, es sieht nicht gut aus, es fühlt sich nicht gut an. Also da ist schon irgendwie was Ernsteres. Also haben Sie auch mitbekommen, dass der Zug Sie erfasst hat? Oder? Ja, ich hatte das Gefühl, als würde ich so gesehen so ein bisschen in die Luft geflogen werden irgendwie. Und und hatte auch das Gefühl so von so einer Landung, also so ein Aufprall. Und die Augen waren geschlossen. Und dann, wie gesagt, habe ich halt diese Frauenstimme wahrgenommen, die versucht hat, mich irgendwie wach zu halten. Und ich habe mich halt sofort entschuldigt. Ich habe auch sofort gesagt, dass meine Schwester am Handy ist, dass sie halt Bescheid wissen muss. Und und dann habe ich nur noch so gesehen, die Sanitäter wahrgenommen von den Geräuschen her. Und dann wurde die Sauerstoffmaske aufgesetzt und dann war ich weg. Wahnsinn, dass die Gedanken gleich bei der Familie sind, gar nicht so bei einem selbst. Ne? Irgendwann sind Sie dann auf der Intensivstation wieder zu sich gekommen und irgendwann dann noch mal später. In welcher Situation haben Sie erfahren, dass Ihr Unterschenkel amputiert werden musste? Das habe ich am Anfang alles gar nicht so wirklich wahrgenommen. Also ich war ja noch, wenn man das so sagen kann, ziemlich zugedröhnt von den ganzen Medikamenten. Und die haben auch am Anfang versucht, das Bein zu retten.
Und während einer Operation haben sie sich dann dazu entschlossen, dass es halt amputiert werden muss. Und ich weiß nur noch von den Erzählungen von meiner Mutter, dass ich halt wohl vorab gesagt habe, dass ich Angst habe, mein Bein zu verlieren. Aber so selber kann ich mich da tatsächlich gar nicht mehr so dran erinnern. Mhm. Ich weiß nur noch, dass ich halt irgendwann wieder wach geworden bin und eine Krankenschwester gefragt habe, ob das Bein noch da ist oder nicht. Und ihr Blick hat halt alles in dem Moment gesagt. Sie haben dann ja auch erfahren, dass derjenige, den Sie retten wollten, sein Leben verloren hat, also es nicht geschafft hat. Was hat das noch mal ausgelöst in Ihnen? Wie zuvor auch extreme Schuldgefühle. Also ich habe mir schon oft auch die Frage gestellt, okay, wozu habe ich das jetzt alles gemacht, wenn es eh nichts gebracht hat? Mhm. Und ja, also damit hatte ich am Anfang schon ganz schön zu kämpfen. Wer war denn da im Krankenhaus? Also wie hat Ihre Familie reagiert auch? Also die waren natürlich alle total schockiert, gerade meine Schwester, die ja auch am Telefon war. Mhm. Die ist zusammengebrochen, also die wusste gar nicht mehr, was los ist. Die wurde ja direkt auch an einen Polizisten weitergeleitet. Und dann ging das halt alles so ihre Wege. Also jeder wurde irgendwie kontaktiert. Und von den Erzählungen weiß ich halt auch, dass alle ziemlich schockiert waren und Angst hatten, weil es auch ja nicht sicher war, ob ich das überhaupt überlebe, da ich ja auch viel Blut verloren habe am Anfang. Und ja, die waren alle schockiert, haben natürlich geheult. Aber gerade so in der Anfangszeit waren halt die Familie und die beste Freundin, so, die waren halt immer für mich da in der ganzen Zeit. Sie haben ihr Leben riskiert. Sie sind aufs Gleis gesprungen. Der Mann hat es leider nicht geschafft. Wurde Ihnen denn dafür Respekt gezollt, dass Sie das gemacht haben? Oder haben Sie unterschwellig auch mal sowas gespürt wie, naja, warum bist du so ein Risiko eingegangen? Wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, also ich habe mir schon zwischendurch öfters mal solche Gedanken gemacht. Also Sie selbst auch? Ja, also warum habe ich das jetzt gemacht? Ist, wie gesagt, es hat halt eh nichts gebracht. Aber dann wurde mir halt auch gesagt, hey, Aileen, hättest du gar nichts gemacht, dann hättest du halt auch ein total schlechtes Gewissen gehabt. Und von daher, also ich sage immer wieder, ich bereue es nicht. Ich würde wahrscheinlich wieder so handeln. Das ist einfach in mir drin, wenn man das so sagen kann. Herr Schaberger, Ihnen wurde geholfen in einer Situation, in der Sie in großer Not waren. Wir sprechen da noch drüber. Aber was sagen Sie zu Menschen, die dann eben gleich handeln, wenn sie sehen, da ist jemand in Not und auch gleich aktiv werden? Ich denke mal, diese Menschen, die intuitiv handeln, die haben einfach ein solches Sozialverhalten und das in sich drin, dass sie einfach instinktiv sehen, da ist Not am Mann, da muss ich eingreifen. Mhm. Und das haben leider viel zu wenig Menschen. Herr Frey, wie schwer ist es? Also es ist ja ohnehin schwer, wenn man Zivilcourage zeigt und dann Nachteile auch erfährt danach. Ist es dann noch mal schwerer, wenn der Einsatz, den man gezeigt hat, keinen Erfolg hatte im Nachhinein? Ja, auf den ersten Blick ja. Aber Sie gehen richtig damit um, dass die Selbstvorwürfe kurz da waren, aber dass Sie sich dann gesagt haben, hätte ich es nicht gemacht, hätte ich denken müssen, der Tod wäre vermeidbar gewesen, ja, und würden sich schuldig sogar noch sprechen, unvermeidbar. Und die Forschung zeigt ganz eindeutig, wenn Menschen bei solchen Fällen sagen, es war vermeidbar, meine Trennung, meine Arbeitslosigkeit, meine Kündigung, die wäre vermeidbar gewesen, leiden sie viel mehr. Und es war einfach eine nicht veränderbare Welt, ja. Und sie handeln auch richtig, sie sollten sich um Himmels Willen keine Selbstvorwürfe machen, sondern sie können stolz sein, denn sie gehören ja zu den Menschen, die eben nicht weggucken, ja, weil sie sagen, ich bin nicht zuständig, Kollege kommt gleich, ja, oder die sagen, niemand greift ein, muss ich auch nicht eingreifen, oder der dritte Faktor neben dieser Verantwortungsverweigerung, Verantwortungsdiffusion und pluralistische Ignoranz ist Angst. Und Sie haben ja zu denen gehört, die sehr spontan den Notfall erkannt haben. Das müssen wir auch erst mal sehen. Und Sie waren die Einzige. Und die dann spontan gehandelt haben. Und Ähm,
Steckt dieses Helfenwollen in Ihnen drin oder ist Ihnen das auch so, ist das in der Familie auch schon vorgelebt, wenn Sie das beschreiben? Es ist auch in der Familie, aber ich war eigentlich schon immer so ein hilfsbereiter Mensch. So schätzen mich jedenfalls auch alle eigentlich meistens immer ein, wenn die mich schon sehen. Und ja, aber so ist es definitiv auch in der Familie. Sie wurden ja erstmal aus dem alten Leben rausgerissen. Sie waren 7 Monate im Krankenhaus. Es gab Komplikationen. Das Becken war fast zertrümmert. Die Komplikationen führten auch dazu, dass man wirklich um ihr Leben gebangt hat. Sie haben das schon beschrieben. Haben sich auch Menschen in dieser Zeit, Sie haben gesagt, die Familie war da. Haben sich in der Zeit auch Menschen abgewandt von Ihnen? Leider ja. Also die Familie und wie gesagt die beste Freundin oder auch andere Freunde, die waren da. Ja. Aber es gab natürlich auch Freundschaften, die irgendwie dadurch zerbrochen sind. Gerade dann, wo man halt erwartet hat, okay, die sind jetzt wirklich für einen da in dieser Zeit, wo man sie halt benötigt. Aber es war halt dann leider nicht der Fall. Und in der Familie habe ich es leider auch miterlebt. Also da gab es oder gibt es auch Personen, mit denen ich seitdem keinen wirklichen Kontakt mehr habe, weil die sich nicht einmal gemeldet haben oder auch nicht einmal irgendwie in diesen 7 Monaten vorbeikamen. Und dann wollen Sie auch nicht mehr, oder? Oder wie da ist bin das? Ich dann auch so ein bisschen stur und es fällt dann halt auch irgendwie in dem Moment schwer, das so ein bisschen zu verzeihen, weil man sich ja halt auch irgendwie denkt, okay, so, das ist die Familie. Ja. Oder auch gerade bei so engen Freundschaften, wo man, wie gesagt, eigentlich damit rechnet, dass dann jemand da ist, ist es schon schwer, irgendwie das in dem Moment zu verzeihen. Sind denn neue Freunde dazugekommen und Freunde? Ja, also gerade in der Krankenhauszeit, da hat man natürlich ja auch viele neue Leute kennengelernt. Und man hat so ein bisschen Kontakte geknüpft, auch zu anderen, die amputiert sind. Und man hat da dann halt auch immer so einen schönen Austausch oder gerade auch irgendwie alte Freundschaften, die früher irgendwie in die Brüche gegangen sind, sind jetzt wieder da, weil die sich dann so gesehen in dieser ganzen Zeit gemeldet haben und immer gefragt haben, wie es einem geht und wie es insgesamt weitergeht jetzt im Leben. Gutes Stichwort. Wie sieht Ihr Alltag jetzt aus? Derzeit befinde ich mich immer noch in der ambulanten Reha. Also das Arbeitsleben ist leider immer noch so ein bisschen auf der Kippe. Also es wurde immer so gesehen von einem Monat auf den anderen verschoben. Aber das steht jetzt auf jeden Fall dann Anfang des Jahres oder im März so gesehen an. Hat sich Ihr Blick aufs Leben verändert? Ja, also ich schätze jetzt viel mehr so diese Kleinigkeiten im Leben wert. Es ist einfach etwas, was sehr verändert, ne? Alles, wenn man das so miterlebt. Wenn Sie sagen, Sie schätzen die Kleinigkeiten, eine große Sache, denke ich, war, dass Sie wieder zurück an den Unfallort sind im Herbst. Warum war Ihnen das wichtig? Mir war es einfach wichtig, wieder mobiler zu sein. Also es gibt ja so Dinge, die ich halt immer noch nicht wirklich machen kann. Also ich kann selbst leider noch nicht mit einem normalen Fahrrad irgendwie fahren, weil ich mit dem Fuß die ganze Zeit von der Pedale rutsche. Und da habe ich jetzt so ein schönes Dreirad bekommen mit so ein bisschen Unterstützung. Und mir war es einfach wichtig, auch irgendwie diesen Punkt abzuhaken. Einfach zu schauen, wie fühle ich mich, wenn ich jetzt wieder das erste Mal überhaupt einen Bahnhof betrete. Und wie fühle ich mich, wenn ich dann diesen bestimmten Bahnhof betrete. Also ist das normal oder habe ich Angst? Haben Sie Angst gehabt vorher? Waren Sie angespannt vorher? Ich war sehr angespannt. Also die Entscheidung kam spontan von meiner Psychologin, dass wir dann direkt am nächsten Tag schon mal einen Bahnhof besuchen. Ich habe auch niemandem was davon erzählt. Und ich hatte schon ganz schön Muffelsausen. Also Herzrasen, das war wirklich sehr extrem. Aber es lief an sich eigentlich ganz gut. Ja. Also war das wertvoll für Sie, dort gewesen zu sein? Ja. Fahren Sie jetzt auch wieder Zug? Ja, also ich bin jetzt am 11.11. das allererste Mal alleine in einen Zug gestiegen. Das lief auch recht gut und dann direkt auch das Wochenende darauf. Und ich bin auch heute hier mit dem Zug angereist. Würden Sie sagen, das war wieder wie so eine neue, gewonnene Etappe auf dem Weg in ein neues Leben? Das auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall eine ganz schön große Last jetzt irgendwie von einem runtergefallen.
Wir sprechen ja über Alltagshelden heute und Sie wurden für Ihren Einsatz vom Bremer Innensenator geehrt. Mit der öffentlichen Belobigung habe man den Dank und die Wertschätzung für die enorme Zivilcourage zum Ausdruck bringen wollen, hieß es offiziell. Nochmal auch von uns Respekt dafür. Was bedeuten denn Hilfsbereitschaft, Zivilcourage für Sie? Wie würden Sie das übersetzen? Also für mich bedeutet es auf jeden Fall, nicht wegzuschauen. Also man muss sich jetzt natürlich nicht in Lebensgefahr bringen, aber es ist einfach wichtig, wirklich nicht wegzuschauen und einfach irgendwie wegzugehen oder so. Also Hauptsache, man hilft, oder wenn man sich selber nicht rantraut, dann sollte man irgendwie den Notruf wählen oder irgendwie andere Leute finden und um Hilfe bitten. Vielen Dank, dass Sie hier sind, Frau Holz. Warum helfen denn manche Menschen ganz spontan und andere haben eher den Reflex, weiterzugehen oder eben nicht zu handeln? Woran liegt es? Also Sie haben ja vorher schon von Ihrem Elternhaus erzählt, das durchaus auch positiv für Hilfeverhalten sich verhalten hat. Das kam zumindest am Anfang rüber. Und es hat sehr viel in der Tat mit der Erziehung und mit der Führung zu tun, mit den Erfahrungen, die man in der Freundesgruppe gemacht hat. Und im Kern läuft es darauf hinaus, dass Menschen erstens aufmerksam sind bei Notfällen, zum Zweiten, dass sie wissen, was man tun könnte oder tun müsste. Und der Hauptfaktor ist Verantwortung. Also haben sie im Elternhaus oder im Freundeskreis oder in der Firma gelernt, ich bin verantwortlich. Und je mehr Wissen ich habe, und umso sicherer fühle ich mich, umso kompetenter fühle ich. Aber der Hauptfaktor ist Verantwortung, der oft schon im Elternhaus transportiert wird oder eben auch nicht transportiert wird. Und es helfen immer die Menschen, die eine ziemliche Empathie haben, Einfühlungsvermögen für andere Menschen. Und es helfen die natürlich auch, die nicht unbedingt mit großem Egoismus, Narzissmus, Machiavellismus oder Psychopathie durch die Welt laufen, sondern die sagen, ich bin zuständig, wenn ich nicht, wer dann? Ja? Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir mehr solche Menschen haben, die den Unterschied machen. Ich habe jetzt sowohl von Hilfsbereitschaft gesprochen, als auch von Zivilcourage. Ja. Ist das das Gleiche oder ist das? Also jede Zivilcourage erfordert Mut. Ja? Mhm. Mut, sage ich immer, machen und tun. Ja? Ja. Aber Hilfeverhalten ist sehr oft nicht so gefährlich, während bei Zivilcourage der Unterschied ist, dass ich da oft in der Minderheit bin und dass andere das sehr argwöhnisch beurteilen, ja, wo ich mich in der Minderheit durchsetze, ja, und wo ich nicht den Applaus von allen habe, ja. Mhm. Aber zur Zivilcourage gehört Mut, aber es kommt noch mehr Risiko dazu. Das heißt, bei Ihnen war es aus meiner Sicht beides in Höchstform, ja. Herr Scharberger, dass Sie hier heute sitzen, ist auch alles andere als selbstverständlich. Sie hatten 2016 einen Herzinfarkt, mussten wiederbelebt werden. Seitdem hat sich Ihr Leben stark verändert. Richtig. Steigen wir aber noch mal ein in die Zeit vor diesem Ereignis. Wie würden Sie Ihr Leben da beschreiben, vor diesem Tag im Jahr 2016? Mein Leben bestand daraus, dass ich morgens zwischen 6 und 7 das Haus verlassen habe und abends um 7, 8 zu Hause war. Und dazwischen? Und dazwischen habe ich gearbeitet und bin durch Deutschland gefahren, 60.000 Kilometer im Jahr, Kunden besucht. Also ich stand immer unter Strom und hatte aber nie das Gefühl, dass mich das belastet. Warum stand das so im Fokus? Was glauben Sie, waren das die Erfolgserlebnisse, die Sie dann da auch eingesammelt haben? Ja, ich war Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen, hatte natürlich Personalverantwortung und hatte die Verantwortung eben auch für das Unternehmen. Ich war angestellter Geschäftsführer, es gab Gesellschafter von diesem Unternehmen und denen musste ich ja auch Rechenschaft abgeben. Also das heißt, ich stand natürlich auch immer unter einem gewissen Druck, den Erfolg nachzuweisen. Und wenn Sie das so rekapitulieren, da war der Druck, da war von 7 bis abends wann, was haben Sie gesagt? 19:20. Bis 19:20 Uhr die Arbeit. Wie ging es Ihnen denn körperlich? Hatten Sie noch Phasen der Entspannung, Zeit für Sport, all diese Dinge? Ich sage mal so, ich habe das zwischendurch immer wieder mal versucht. Mit Sport, mit Radfahren, der Wille war da, aber letzten Endes, wenn man so eine Woche hinter sich hat, ist man dann auch froh, wenn das Wochenende kommt und man keine großen Aktivitäten machen muss.
oder machen möchte. Aber ich habe mich körperlich nicht so gefühlt, dass es mich belastet hat. Ich war immer der Meinung, ich bin topfit. Dann kam der 1. November 2016. Wie ist da der Vormittag zunächst mal verlaufen? Ich habe an diese Zeit leider keine Erinnerung. Mhm. Ich kann das, was ich jetzt sage, nur aus Erzählungen wiedergeben, dass eben die Menschen, die um mich rum waren, mir so nach und nach, nachdem ich genesen war, ja, häppchenweise, ja, das beigebracht haben, was alles passiert ist. Dann wie fügt sich da, welches Bild fügt sich da zusammen aus den Häppchen? Also meine Mitarbeiter im Büro haben eben gesagt, dass ich mich an dem Tag wohl nicht wohl gefühlt habe, dass ich Luftprobleme hatte und ich wollte eigentlich nach Hause fahren. Mein Fahrweg vom Büro zum Haus oder zu meinem Wohnhaus sind etwa 60 Kilometer über Autobahn. Meine Mitarbeiterin wollte mich zu unserem Betriebsarzt fahren. Das habe ich natürlich abgelehnt, weil ich gesagt habe, das kann ich selber tun. Warum ist es so schwer, für viele Hilfe anzunehmen? Ist das hier, ich bin Chef, ich mache das schon, Hilfe annehmen ist schwach? Oder? Absolut. Er denkt, ich bin gesund. Ich war noch nie richtig krank. Sorglosigkeit, Erfolgsarroganz, wenn Sie so wollen. Ja. Und, jetzt kriegen Sie es richtig. Mir kann nichts passieren. Ja. Und deshalb waren Sie auch so erfolgreich und alles hat geklappt. Und da tun sich die Menschen manchmal schwer, innezuhalten und sagen, ich müsste vielleicht mal eine Vorsorge machen. Ja, keine Schwäche zeigen. Warum? Ja, genau. Ja. Und was ist als Mann dazu. Ja. Ja. Was kam dann? Wie rekonstruieren Sie das, was danach? Also ich bin dann auf Anraten meiner Mitarbeiterin dann wirklich zu dem Betriebsarzt, oder wollte ich zu dem Betriebsarzt fahren, der so etwa 10 Kilometer von unserem Büro weg ist. Und auf dem Weg dorthin über die Landstraße bin ich einfach stehen geblieben, auf einer Brücke, auf einer Autobahnbrücke. Und hinter mir gab es natürlich gleich einen Stau. Es war auch sofort, alles aus Erzählungen, die Dame hinten im Fahrzeug hinter mir, direkt bei mir am Auto, aber die konnte nichts machen. Die war, ja, die stand neben sich und es kam eben zu diesem Zeitpunkt ein Auto entgegen. Da saß die Elke Spahn mit ihrem Sohn Felix im Auto und die Elke hat eben gleich gesehen, mit dem scheint etwas nicht zu stimmen. Hat angehalten, hat mich aus dem Auto gezogen, hat der anderen Frau die Anweisung gegeben, sie soll einen Notruf wählen, 112. Sie soll mein Auto anhalten, weil das ist dann weggerollt. Und sie hat sofort mit der Wiederbelebung begonnen. Und der Felix hatte von seiner Mutter gesagt bekommen, er soll im Auto sitzen bleiben. Er war zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Und er hat dann gesehen, was seine Mutter mit mir macht, dass da irgendwie Not am Mann ist. Und dann hat er das Auto verlassen, ist eben auch zu uns gekommen und auf Anweisung seiner Mutter hat er mich eben beatmet. Und durch die ganze Reanimation habe ich mich wohl auch mehrmals übergeben. Das hat den 16-Jährigen nicht gestört. Er hat einfach das Erbrochene weggemacht und hat weitergemacht mit der Beatmung. Und ich kann heute froh sein, dass die zwei mich gefunden haben. Also die haben Ihnen das Leben gerettet? Die haben mir das Leben gerettet, sonst würde ich heute nicht hier sitzen. Und ich kann froh sein, dass die Elke topfit ist, körperlich, weil sie hat eine Viertelstunde lang, bis der Notarzt kam, mich wiederbelebt. Und wer das einmal ausprobiert hat, vielleicht im Erste-Hilfe-Kurs, der weiß, wie anstrengend das ist. Also die Viertelstunde ist dann ewig. Die Viertelstunde ist ewig. Ja. Es haben sich auf beiden Seiten Autoschlangen gebildet auf der Straße und keiner hat geholfen. Keiner. Die sind vorbeigefahren, haben gehupt, haben sich noch beschwert, dass da irgendwelche Leute auf der Straße rumsteht. Ne? Ja. Wenn man das hört, es gibt ja immer wieder Berichte darüber, bei solchen Unfällen, bei Gewalttaten, dass Menschen nicht helfen, sondern im Gegenteil manchmal auch noch Smartphones rausholen, filmen, ins Netz stellen, auf jeden Fall nicht einschreiten. Was läuft da falsch? Haben Sie da irgendwie eine Erklärung dafür? Ich glaube, dass die Menschen das in dem Moment gar nicht richtig einschätzen können, was passiert. Für die ist es erstmal lästig, da steht jetzt ein Auto im Weg, man kann nicht weiterfahren wie bisher und keiner hinterfragt erstmal, warum die Situation so ist, wie sie ist.
Ja, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass viele Angst haben, vielleicht was falsch machen zu können. Kommt auch noch hinzu, und richtig. Das Einzige, was man eigentlich falsch machen kann, ist nichts zu tun. Ja, ja. Aber das Smartphone rausholen ist ja eine Aktion. Also, ja, ja, aber das hat mit gab's das immer das schon? Oder ist das? Nee, also als die Smartphone noch nicht gehabt, hat man es vielleicht weniger gemacht. Aber Smartphone ist ja immer auch so ein bisschen mit Narzissmus verbunden. Schau mal, was ich Tolles hier sehe. Ja? Und das Grundproblem ist, wir müssen die Kinder schon im Kindergarten oder spätestens in der Schule ausbilden, dass sie eben diese Ängste nicht mehr haben und dass sie wissen, wie kann ich reanimieren, also sowohl Mund zu Mund wie auch pressen. Und das ist für mich, es ist ein Nichtwissen, aber es ist auch durchaus falscher Narzissmus. Schau mal, was ich Tolles erlebt habe. Ja? Da denke ich immer, Versagen des Elternhauses, Versagen der Schule, Versagen der Universitäten, weil es geht nicht. Ja? Und meine Hoffnung ist, durch diese Kurse, oder nicht nur meine Hoffnung, Forschung zeigt, wer relativ früh solche ersten Kurse macht, der hilft auch eher und er hat Empathie und wird sowas nicht machen. Blöd nur zu gaffen und zu drehen. Also nochmal danke an Elke, muss man wirklich sagen, und an ihren Sohn. Und an Felix. Und an Felix. Ähnlich wie bei Ihnen. Wann sind Sie wieder zu sich gekommen? Was hat man Ihnen dann erzählt? Also nachdem der Rettungswagen eingetroffen ist, hat man mich eben in den Rettungswagen gebracht. Auf dem Weg von Seligenstadt nach Frankfurt in die Uniklinik wurde ich noch zweimal wiederbelebt, lag dann 10 Tage im Koma. Und diese Zeit war mit Sicherheit für meine Angehörigen die schlimmste Zeit. Weil man nicht wusste, was. Weil keiner wusste, was aus mir wird. Erstens, überlebt er? Zweitens, wie kommt er, wenn aus dem Koma raus? Ist er vielleicht körperlich oder geistig behindert? Ja. Das konnte keiner sagen, weil ja auch keiner wusste, wie lange ich ohne Sauerstoff war, ohne Herzmassage. Wie war das dann, als Sie aus dem Koma wieder zurückgekehrt sind in den ersten Tagen für Sie? Wie haben Sie die erlebt? Auch da fehlt mir die Erinnerung. Ich habe fantasiert, das weiß ich. Ich habe wilde Träume gehabt. Meine Partnerin, meine Kinder, die waren diese ganze Corona-Zeit jeden Tag im Krankenhaus. Sie haben mit mir gesprochen, sie haben mir vorgelesen. Sie haben auch mich massiert, dass das Kontakt da ist. Und die erste Zeit, als die ins Krankenhaus kamen, ich aus dem Koma raus war, habe ich also fantasiert. Meine Partnerin hatte lauter Tiere in den Haaren. Ich habe gesagt, mach die mal weg. Ich dachte auch, ich bin in Indien. Ich habe gesagt, bringt mich nach Hause. Lag wahrscheinlich daran, dass einer der Pfleger oder Ärzte Inder war. Keine Ahnung. Ich habe totale Fantasie. Und hat Sie denn jemand in dieser Zeit da und auch dann in den Tagen, Wochen darauf, jemand aus Ihrem Arbeitsbereich, aus Ihrer Firma besucht? Nein. Keiner besucht? Keiner. Wow. Ist es richtig, dass Ihnen sogar in irgendeiner Form gekündigt wurde? Als da ich, wie gesagt, angestellter Geschäftsführer war, hatte ich sowieso nur Jahresverträge, die man hätte dann auflösen können. Aber meine Arbeitgeber waren wohl der Auffassung, aus dem wird nicht mehr richtig was. Keine Ahnung, was in denen vorgegangen ist. Auf jeden Fall, sie haben ja eigentlich relativ kurzfristig fristlos gekündigt. Geht das überhaupt in der Situation? Das ist schon Wahnsinn, oder? Also in so einer Situation. Wir haben uns ein bisschen gestritten danach. Erkennt man vieles, würde ich sagen, oder? Was hat sich dann auch verändert in Ihrem Denken? Also für mich hat sich das Leben komplett verändert. Ich habe einerseits die Arbeit verloren. Das war aber wahrscheinlich auch gut so, dass ich eben umdenke. Wahrscheinlich, wenn mich keiner dazu gebracht hätte, hätte ich so weitergemacht wie vorher auch. Also von daher, ich habe meine Arbeitszeiten radikal reduziert. Ich habe gesagt, ich will keine Personalverantwortung mehr. Einer meiner alten Kunden und auch Mitgesellschafter, mal nachgefragt hat, der auch mal Blumen geschickt hat. Und bei dem bin ich auch heute beschäftigt, weil die nach meiner Genesung gesagt haben, hier, wir kennen uns seit 25 Jahren, willst du für uns arbeiten? Da habe ich gesagt, ja, 2 Tage die Woche, mehr nicht. Sie haben übrigens auch den Namen Ihrer Retterin, den Sie ja gerade auch genannt haben, dann herausgefunden. Normalerweise gibt die Polizei solche Namen gar nicht raus. Warum ist das so? Ja, man will zunächst beide schützen. Man weiß dann nicht, will dieser Herr, will er überhaupt Kontakt haben? Viele schämen sich dann auch.
Und viele wollen gar nicht in der Öffentlichkeit auftreten. Diese, ich ahne auch die Helden von heute, die müssten, die sagen, ich muss nirgendwo in der Öffentlichkeit sein. Das ist der Grund, dass die Polizei das sehr dezent handhabt. Und warum haben Sie den Kontakt gewollt? Ich wollte wissen, wer mir geholfen hat, wiederzuleben. Ich bin jetzt zweimal zur Welt gekommen. Einmal hat es meine Mutter getan und das zweite Mal war es die Elke. Und wie war, wie war das dann, als Sie sie zum ersten Mal getroffen haben? Sehr, sehr emotional. Ja? Ja. Ich habe mir, also es waren 2 Monate, nachdem ich aus dem Krankenhaus raus war, wo ich dann so weit war, dass ich sagte, ich will sie kennenlernen. Wir hatten telefonischen Kontakt und wir haben uns getroffen. Ich wusste nicht, wer auf mich zukommt. Ich habe sie ja nie gesehen. Sie kannte mich nur in einer Situation, nämlich auf dem Boden liegend. Wo haben Sie sich denn dann getroffen? Ich habe sie zu Hause besucht. Mhm. Und habe ihr auch ein Dankeschön mitgebracht. Ja, ein kleines Kunstwerk mit 2 Figuren. Einer steht auf dem Berg und zieht einen anderen aus einer Spalte hervor. Und das fand ich, war ein passendes Geschenk, dass sie mir eben ins Leben zurückgeholfen hat. Wie war das dann? Ich stelle mir das so wirklich vor, Sie stehen da einer fremden Person, einem fremden Menschen gegenüber und wissen, ohne diesen Menschen wäre ich gar nicht mehr da. Wie war das? Also ich war erstmal sprachlos, wir haben uns einfach in den Arm genommen und gedrückt. Und es ist daraus eine Freundschaft entstanden. Eine Freundschaft entstanden, die ich so nie gefunden hätte und die für mich wichtig ist, dass diese Freundschaft besteht und dass wir uns kennengelernt haben. Und was... Was leider bei der ganzen Sache zu kurz kommt, ist, jeder fragt mich natürlich, wie geht es dir heute und. Aber keiner fragt, wie geht es der Familie? Die haben viel mehr gelitten als ich. Ich habe ja nichts gemerkt von dem, was mir passiert ist. Oder wie geht es auch meinen Lebensrettern? Wenn wir darüber sprechen, Sie wollten jemanden retten und konnten ihn nicht retten. Wissen Sie mittlerweile irgendwas über diesen Mann, wissen Sie nachträglich jetzt, warum er dort auf dem Gleis gelegen hat? Ich weiß bis heute eigentlich nichts über diesen Mann, nur dass er halt Anfang 30 war. Mhm. Und ja, laut Zeugenaussagen war er an dem Tag ein bisschen am Schwanken. Mhm. Aber sonst weiß ich nichts über ihn. Hatten Sie irgendwann das Bedürfnis in dem letzten Jahr, mehr einfach über ihn als Mensch zu erfahren oder eher nicht? Gerade so in der Anfangszeit im Krankenhaus, da hatte ich oft diese Gedanken, so okay, ich würde gerne wissen, wer er war und insgesamt einfach auch so irgendwie fürs Innere, so einfach zu wissen, okay, wie war diese Person. Dann hat es so ein bisschen nachgelassen, da habe ich mich halt erst wirklich auf mich fokussiert und gehofft, dass es halt alles irgendwie besser wird, dass ich zurück ins Leben finde und nicht in so ein Loch falle. Und zwischendurch habe ich immer noch diese Gedanken, okay, möchte ich jetzt schauen oder herausfinden, wer er war oder nicht. Also das ist so gesehen immer noch so ein ständiges Hin und Her. Sie horchen in sich hinein und das, was Sie da finden, wird das Richtige sein, denke ich. Wenn Sie die Zeit danach sehen, muss man auch sagen, Sie haben einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Sie engagieren sich auch für die Deutsche Herz-Stiftung. Was wollen Sie da jetzt bewegen auch? Ich möchte einfach, mit einer Geschichte kann man vielleicht bei vielen Menschen mehr bewirken, als wenn man ihnen sagt, ihr müsstet mal einen Erste-Hilfe-Kurs machen, dass ihr jemandem helfen könnt, wenn er in Not ist. Wüssten Sie, was zu tun ist, wenn man an so eine Unfallstelle kommt? Ja, ich habe eine Erste-Hilfe-Ausbildung. Okay, da haben wir gerade den richtigen erwischt. Als Betriebs-Ersthelfer ausgebildet, werde alle 2 Jahre neu geschult und ich wüsste, was zu tun ist. Und ich kann nicht verstehen, wenn irgendwo so eine Situation ist und jemand wirklich 15 Minuten alleine das du ausführt, dass niemand dazukommt, der den mal ablöst. Also es geht mir gar nicht in den Kopf rein, dass das nicht passiert. Ja.
Und was wollen Sie bewegen? Also mehr dazu motivieren? Weil ich habe viele Interviews gegeben in Zeitschriften. Ich will auch meine Person da gar nicht in den Vordergrund stellen, weil das ist zweitrangig. Mir geht es um die Menschen, die helfen sollen, müssen. Wir alle, wie wir hier sitzen, wir haben den letzten Erste-Hilfe-Kurs wahrscheinlich außer Ihnen gemacht, als wir einen Führerschein gemacht haben. Ich habe mir auch vorher nie Gedanken darüber gemacht, konnte aber nach dieser ganzen Situation Freunde gewinnen, die mit mir gehen, Erste-Hilfe-Kurs machen. Und das sollte man öfters tun, damit man einfach auch die Angst verliert und weiß, das Einzigste, ich muss nur helfen. Und was ich nur falsch machen kann, kann ich immer nur wieder sagen, nichts zu tun. Das ist der große Fehler, den wir machen. Sie, Herr Frei, haben übrigens mit anderen Menschen zusammen auch einen Zivilcourage-Verein gegründet, der im letzten Jahr im Bundeswettbewerb Demokratie stärken den ersten Preis erhalten hat. Erstmal Gratulation auch dazu. Wie können wir Hilfsbereitschaft und Zivilcourage trainieren? Also Appelle sind wichtig, aber Appelle bringen relativ wenig. Und wichtig ist, bei uns lernen, und zwar Leute, die im Gefängnis sind, in den Firmen, in den Schulen, ganz normale Menschen, die lernen, wie soll ich in bestimmten Situationen reagieren. Zum Beispiel man ausländerfeindliche Parolen. Und das Minimum ist, dass die Leute Automatismen lernen und sagen, ich finde das unfair, ich finde das nicht okay, ich bin anderer Meinung. Und dass sie das aber so sagen, dass wenn sofort eine Retourkutsche kommt, halt du die Fräse, ja, halt du dich da raus, dass sie dann nicht ruhig bleiben, sondern ad minimum das wiederholen und sagen, ich finde es trotzdem nicht okay, ich bin trotzdem anderer Meinung. Und solche Dinge lernen die Menschen in unseren Zivilcourage-Trainings, wie man sich verhält. Und sie lernen dann auch, tue Dinge ganz nicht, möglichst nicht alleine, es sei denn, du bist alleine, sondern möglichst zusammen mit anderen. Ja. Also sie lernen ganz konkret das, was sie fordern, was tue ich? Ich widerspreche, ich handle. Also und sie sind aktiv, sie sind positiv, sie sind verantwortlich und gemeinsam. Und das lernen sie. Das heißt, wir vermitteln Wissen, aber auch Handlungskompetenzen und gleichzeitig auch Werte. Im Sinne von, wenn ich nicht, wer dann? Sie arbeiten jetzt heute nur noch 16 statt 60 Stunden. Sie machen Sport, Sie machen Yoga. Sind Sie das nicht nur Ihrer Familie schuldig, sondern vielleicht auch denen, die Sie gerettet haben, also Elke und Felix? Ja, mit Sicherheit auch das. Mhm. Und ich habe mein Leben ja deshalb umgestellt, weil ich gesehen habe, wie schnell es zu Ende sein kann. Und ich bin jetzt vielleicht in der glücklichen Lage, sagen zu können, ich muss keine 60 Stunden mehr arbeiten, mir reichen eben 30, 20 Stunden. Mhm. Und ich schiebe heute auch nichts mehr auf. Das, was ansteht an schönen Dingen, die versuche ich auch gleich umzusetzen. Nicht zu sagen, das mache ich nächstes Jahr oder in zwei Jahren. Und in gewisser Weise ist das ja alles Bonus jetzt, wenn man es... Ja, natürlich. Ja. Ein Freund hat mich gefragt, er will nach Kolumbien fahren mit dem Motorrad, also in Kolumbien. Ich sofort zugesagt. Alle haben gesagt, wie kannst du nach Kolumbien fahren mit dem Motorrad durch Kolumbien, in dieses Land? Ich sagte, warum nicht? Es war ein Riesenerlebnis. Und solche Dinge werde ich heute eben nicht mehr aufschieben. Dann sind wir gespannt, wo es Sie noch überall hinführt. Grüße an Ihre Familie, auch an Elke. Danke. Und an Felix. Und einfach schön, dass Sie da sind. Danke. Vielen Dank, Herr Schaberner. Frau Weidemann, wie geht's denn? Pumuckl jetzt gerade. Ich habe immer so Laute gehört. Waren das Laute genau. des Wohlfühlens? Richtig, ja? Genau. Also das, was man gerade hören konnte, dass der so ein bisschen abschnaubt zum Beispiel, so nennt man das. Mhm. Oder dass der sogar, wie man gerade hören konnte, so wie so ein kleines Wiehern, ist ein Zeichen vom Wohlfühlen. Das haben Sie schon richtig erkannt. Ah ja, Sie gehen mit Pumuckl, haben Sie schon angedeutet, ja, in Kindergärten, in Seniorenheime, in Behinderteneinrichtungen, in Hospize. Und Sie sagen, Pumuckl ist da oft auch sowas wie ein Magnet. Was passiert denn, wenn Sie dort sind? Also es ist so, ich gehe immer mit mehreren Ponys in den Einrichtungen, weil für einen Pony wäre das viel zu viel. Mhm. Und Pumuckl nehme ich eigentlich immer dafür mit, weil das ist der Türöffner. Aha. Und Pumuckl ist eigentlich auch der Seelenöffner. Und die Arbeit machen dann die anderen.
Und es ist so, dass natürlich durch die Anwesenheit von Pumuckl schon gleich Emotionen kommen. Man möchte ihn sofort streicheln, man möchte hin, man möchte mit ihm kuscheln. Und ich habe das Erlebnis gehabt, auch bei Senioren, die natürlich durch die 2 Jahre Corona oder noch länger sehr isoliert und sehr einsam waren und sehr gelitten und auf einmal etwas wiederbekommen, wo sie anfassen dürfen, streicheln können, was erleben. Es sind ganz viele Situationen von Senioren auch da, die emotionsmäßig auf einmal ihre Sorgen diesen Pony erzählen. Und es ist immer sehr, sehr ergreifend, muss ich sagen, wenn ich dann sehe, was dieses Pony einfach schon bewirkt, nur durch seine Anwesenheit. Und wie machen Sie das? Also Sie können jetzt gerne auch mal kurz hier... Also es ist, ich darf wenn, vielleicht wenn, mal... Wenn Pumuckl jetzt nicht zu beschäftigen genau, ich darf ist, das ja vielleicht mal zeigen, ja, wie eigentlich das so abläuft, ja. Wenn ich mal in diesen Seniorenheim reingehe. Aha, erst mal stellen das. Sie sich vor, ich komme in so einer Gruppe rein, in Seniorenheim, dann sitzen auch mehrere Senioren da und dann komme ich rein und sage, hallo, darf ich vorstellen? Pumuckl ist heute zu Besuch. Ich sage, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Da möchten Sie ihn vielleicht mal streicheln? Dann will man schon streicheln. Genau. Und dann kommen schon so die ersten Emotionen von den Senioren hoch. Und dann gehe ich in der Runde so rum und sage, schaut einmal, das ist der kleine Pumuckl. Und dann erzähle ich was dazu und sage, gucke mal, ist der nicht niedlich? Und dann fangen schon die Leute an und wollen mit ihm streicheln und wollen etwas mit ihm erleben. Und es ist manchmal so, dass auch Pumuckl sich die Leute dann aussucht und bleibt dann bei einem zum Beispiel länger also stehen reagiert schon und reagiert selbst. Total und sagt, ach, guck mal. Und die Tiere sind natürlich schon sehr in der Lage, sich der Situation anzunehmen und zu sagen, ach, gucke mal. Oft ist es so, dann komme ich in diesen Häusern rein und Pumuckl zieht schon gleich los und sucht sich jemanden aus und bleibt dann auch stehen. Ich glaube, jetzt sieht er vor allen Dingen jetzt den Korb. Jetzt sieht er erstmal natürlich das Futter. Und oft ist es so, dass die gerade so die Senioren, die nehmen den dann so im Arm und sagen, ach nein. Oder die nehmen den so und kuscheln den die ganze Zeit. Und es ist wirklich schon sehr, sehr emotional, muss ich sagen. Damit wir so einen kleinen Eindruck auch vor Ort bekommen, mal einige Bilder, ja, die zeigen, wie Sie in einen Seniorenheim gemeinsam fahren. Ja. Das ist schön zu sehen. Also da kann man schon sehr viel sehen, was dieses Pony schon alleine bewirkt. Ja, also Pumuckl auf dem Beifahrersitz hat hier schon auch für Reaktionen gesorgt. Auf jeden Fall. Ja. Also es ist eigentlich daraus entstanden, dass Pumuckl durch seine Größe natürlich auf dem Beifahrersitz ist. Und es hat auch noch einen anderen Grund, dass wenn ich mit meinem Auto, mit meinem Land Rover fahre, da habe ich hinten 2 Ponys drin, die auch nicht viel größer sind. Die sind dann irgendwie so 70 cm groß. Und damit dem eben nichts passiert, dass wenn sie Pferde dann mal beißen würden oder treten, das wäre natürlich sofort die Kopfhöhe. Ja. Und die Verletzungsgefahr von Pumuckl wäre natürlich sehr, sehr hoch. Und man kriegte es ja gar nicht mit während der Fahrt. Verstehe. So, und deswegen habe ich einfach von Anfang an mit einem Hundegeschirr, der ist auch gesichert im Auto. Das heißt also, der wird angeschnallt auf der Beifahrerseite, ganz ordnungsgemäß, wie das sein muss. Habe ich auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. Genau, gibt es auch so in dem Sinne nicht. Und was soll ich Ihnen sagen? Ich bin sogar mal von der Polizei angehalten worden und auch die war völlig fassungslos. Es war aus einer ganz anderen Situation heraus. Ich hatte nämlich etwas Schlimmes getan, was auf gar keinen Fall einer tun sollte. Nämlich telefoniert. Richtig. Ich hab's geahnt. Ich hatte das Handy in der Hand. Ja. So, und dann stand ich an einer Kreuzung mit diesem Handy in der Hand und mich hat die Polizei erwischt. Und dann haben die das Handy rausgenommen und haben sich mit Pumuckl. Und dann haben die mich angehalten und fahren Sie mal da 500 Meter weiter, fahren Sie mal rechts an. Das habe ich dann auch getan. Ja. Und dann kamen die Polizisten an der Fahrerseite und was ist das? Ich sag, das ist ein Pony. Ja. Nee. Ich sag doch. Und dann bin ich ausgestiegen ja. und Beifahrerseite und der Polizist guckte so.
Der ist aber angeschnallt, ne? Ja, das ja, ist ja der ist auch angeschnallt. Und dann hat tatsächlich der Polizist das kontrolliert, ob der wirklich richtig angeschnallt ist. Ja. Und bei dieser Kontrolle guckte er sich um und meinte, und was ist das? Ich sag, das sind noch zwei Ponys. Und die konnten es gar nicht fassen. Ich also um das Auto rum, Tür aufgemacht. Ja, ich sag, aber die sind auch gesichert, wie Sie sehen. Ja, ja. Ich sag, vorne ist ein Gitter. Hatte alles seine Ordnung. Hatte alles seine Ordnung. Und dann sind wir zur eigentlichen Aufgabe gekommen, nämlich, dass ich das Handy in der Hand hatte und dass es ja das verboten ist und dafür musste ich dann auch noch Geld zahlen. Erstmal toll, wie Sie uns das hier alles erzählen, muss ich mal sagen. Kommen wir noch mal zum Alltagshelden Pumuckl zurück. Wie ist das, wenn Sie in Hospize zum Beispiel gehen? Was kommt da dann noch? Also es ist in jeder Situation natürlich immer anders. Es ist in Hospiz ganz anders als in Seniorenheim. Es ist in Kindergärten anders als in Behinderteneinrichtungen. Mhm. In Hospize ist es natürlich sehr, ja, sehr emotional. Also es sind Menschen, die wirklich in Hospiz sind, die dann vielleicht für eine Woche noch sind, vielleicht für 4 Tage sind oder vielleicht für 4 Wochen sind. Und wenn ich dann mit diesen Pferden reinkomme, dann sprudelt es den Menschen da noch raus. Ich hatte eine Situation dabei, da bin ich im Zimmer rein und habe auch gesagt, ich sag hallo, wir haben heute mal ganz besonderen Besuch da. Und da traf ich eine Frau und die erzählte sofort, ja, wissen Sie, wir haben früher auch Pferde gezüchtet fürs Fahren, 2- und 4-spännig, drüben in Ostpreußen. Och, ich sag, das ist ja toll. Ich sag, ich komme auch aus der Landwirtschaft und wir kamen im Gespräch. Ich habe mich auf dem Bett draufgesetzt und wir haben gemeinsam über diese Vergangenheit erzählt und sie sprudelte raus. Ja, sagt sie. Und dann kam der 14. Januar 1945 und kamen die Russen, haben alles weggeholt. Also da kam das ganze Leben. Da kam das ganze Leben dieser Person noch mal hoch, wie sie viele Jahre mit Pferden gearbeitet hat und viel erlebt hat, auch mit den Pferden. Und es sprudelte ihr raus, das noch mal zu erleben. Und wir saßen da die ganze Zeit auf der Bettkante. Ich habe bestimmt eine Viertelstunde mich mit dieser Frau unterhalten. Und anschließend kam sie zu mir und sagte, ich danke Ihnen für diese Momente. Und das... Also das ist ja schon etwas, das kann man, das ist ja, ich als Person kann das nicht geben. Also was diese Tiere in dem Moment bewegen und in diesem Moment den Menschen auch geben, das kann man selber gar nicht, das kann man gar nicht erklären und da kann man auch gar nicht zu beitragen. Und ich muss auch in dieser Runde einfach nochmal sagen, erstmal ein Dankeschön an die Pflegeleute, dass die das alles möglich machen. Mhm. Weil wenn die natürlich sich nicht so viel Gedanken machen würden, viele sind dabei von dem Pflegepersonal, dass die sagen, Mensch, wir müssen mal wieder was machen. Es war jetzt so lange immer, dass die Senioren nichts gekriegt haben. Was können wir machen? Und dass sie es möglich machen, dass ich mit meinen Ponys da hinkommen darf. Und es kommt ja jedes Mal eine Person mit mir, die begleitet mich durch diese Häuser, durch diese Zimmer, durch diese Organisationen. Und da erstmal ein Dank daran, dass die sich die Zeit nehmen und diese Momente diesen Senioren auch möglich machen. Und ich meine, ich habe schon von Therapiehunden und so weiter gehört, aber von Pferden, von Ponys habe ich bisher wenig gehört in dem Zusammenhang. Wie kamen Sie auf die Idee? Haben Sie es einfach ausprobiert? Nein. Oder? Also es war so, dass ich zu Hause auch schon eine pflegende Mutter hatte. Ja. Und ich hatte auch eine Tante, die damals 95 schon war und auch pflegebedürftig. Und ich habe schon immer meine Eltern, die auch aus der Landwirtschaft kommen, immer schon an mein Leben teilhaben lassen. Mhm. Indem ich zum Beispiel mit meinem Pferd sie zu besuchen kam. Ich bin hingeritten, also der elterliche Hof von mir und von meinen Eltern sind nur 10 Minuten entfernt. Und dann bin ich am Wochenende mein Pferd gesattelt und hin und habe zu Mama gesagt, ich sage, hallo, da bin ich. Und die hat sich immer tierisch gefreut. Und hat gesagt, ja, ich habe da noch ein Brötchen und ich habe da noch ein Möhrchen über und ich habe da noch ein Zückerchen. Und eines Tages habe ich mir dann so ein kleines Pony gekauft, eigentlich aus dem Witz heraus. Ich mit meiner Freundin los, sag, guck mal, ich habe da so ein kleines Pony gesehen, das gefällt mir so gut. So, und was habe ich gemacht? Ich bin mit diesem Pony natürlich nach Hause zu meinen Eltern, in die Küche rein. Und in der Landwirtschaft früher da war das... Da steht ein Pferd im Flur. Genau, da steht ein Pferd im Flur. Und früher war das ja so, da kamen keine Tiere in die Küche rein. In der Landwirtschaft war das nicht. Das Pferd gehört im Stall und... Dass ein Hund mal rein durfte, das war ja schon was. Ja. Ich also mit diesem kleinen Pony rein
Und schon ging es los. Meine Mutter, damals im Rollstuhl, die streichelte die ganze Zeit und war völlig entzückt. Meine Tante, damals, die 95 war, die saß auf der Bank, die konnte sich gar nicht mehr beruhigen. Und dann kam der Tag, die Zeit, dass auch meine Tante ins Pflegeheim kam. Und dann habe ich meiner Tante gesagt, ich sage, ich komme dich mit meinem Pony besuchen. Und was machen die Senioren? Ja, ja. Ja, wie man immer, die ja, erzählt ja, schon die was. Errät, ja, so lange der Tag lang ist, genau. Erzählt die viel. Und das habe ich tatsächlich getan. Ja. Ich habe sie dann mit diesem Pony in diesem Seniorenheim besucht. Ich hatte aber dann das Pony nicht nur bei meiner Tante, sondern die ganzen Bewohner von diesem Seniorenheim waren alle um diesen Pony rum. Und dann haben mich hinterher das Pflegepersonal gefragt, ob ich denn wohl mir das vorstellen könnte, mit diesem Pony dieses Heim zu besuchen. Manchmal muss man was wagen, um neue Schritte ganz zu genau. gehen. Danke an Sie, dass Sie das ja. getan haben. Ja. Eins müssen wir, glaube ich, auch noch sagen. Sie haben gesagt, Pumuckl ist das kleinste Pferd der Welt. Das genau. ist aber keine Züchtung oder so, sondern Pumuckl hat eine Wachstumsstörung. Das ganz genau. Sagen. Also man muss sich das vorstellen, Pumuckl ist kleinwüchsig. Ja. Und man muss sich das vorstellen wie bei Menschen, dass normal gewachsene Menschen auf einmal ein kleinwüchsiges Kind kriegen. Gab es da auch Pferdebesitzer, die das als Makel gesehen haben? Genau. Ja? Deswegen habe ich den. Er sollte eigentlich nicht mehr da sein. Und der Vorbesitzer, für den war das, das war auch ein Ponyzüchter, für den war das Ausschussware. Wahnsinn. Mhm. So, und per Zufall, weil ich schon vorher einen Pony gekauft hatte, hat mich ein Bekannter angerufen und hat gesagt, hör mal, ich habe da so ein kleines Pony, du gehst doch da in die Seniorenheime und könntest dir das vorstellen. Habe ich gedacht, zeig mal ein Video. Dann zeigte der mir über WhatsApp ein Video und man konnte es nicht sehen, wie klein er war. Ja, habe ich gesagt, ich sag, ich komme vorbei, ich kann aber erst am Sonntag. Ja, sagt er, gar kein Problem. Dann bin ich da hingefahren und ich fand das Pony nicht. Ich also im Stall geguckt und denke, wo ist, ich sag, wo ist er denn? Ne? Ja. Dann kam der Besitzer raus. Ich sage immer, wo ist er? Ja, im Stall. Ich sage, nein, da ist er nicht. Doch, sagt er, in der Box. Und da war der wirklich, ich habe die Schiebetür aufgemacht und da war dieses kleine Pony, damals noch kleiner. Mhm. Da habe ich gedacht, ich sage, was ist das? Ja, sagt er, das ist dein Pony, was du gekauft hast. Ich sage, aber doch nicht so was Kleines. Ja, doch, sagt er, du hast doch zugesagt. Da war ich schon an Überlegen. Ich denke, jetzt wollte ich aber, ich bin so lange gefahren, jetzt wollte ich natürlich nicht wieder alleine nach Hause fahren, habe ihn mitgenommen. Und wir sehen, was daraus entstanden ist. Genau. Man kann sagen, Sie haben gesagt, Ausschussware war das Wort. Sie haben ihn aus einer besonderen Situation gerettet. Richtig. Und ihm geholfen. Ja. Und er hilft jetzt anderen Menschen, richtig, die genau. in einer besonderen ja. Situation sind. Ja. Das klingt nach einer guten schön. Verbindung. Ja. Danke Ihnen dafür. Ist das schon ein Teil der Magie, muss man sagen, dass da Erinnerungen hochgeholt werden, die tief in uns stecken? Die es kommen, glaube ich, mehrere Faktoren zusammen. Einerseits die Erinnerungen, die Kindheitserinnerungen und dann aber auch die Emotionen, die Nähe. Menschen sind ja soziale Wesen. Ja? Und da kann ich Nähe zeigen. Ja. Es ist fast Nächstenliebe, Liebe, ja? Zärtlichkeit, Geborgenheit. Und alles bewirkt, die Leute fühlen sich angenommen. Auch durch Streicheln entwickeln sie Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit. Und ich kann nur sagen, die mit den Kindheitserinnerungen, ähnliche Effekte hat man übrigens auch mit Humor gemacht. Und man sagt ja auch, Humor hilft sterben. Ja. Und auch mit Märchen, wenn man solchen Menschen Märchen vorliest, entwickeln sich ähnliche Phänomene. Also diese positiven Erinnerungen, die Sie auch berichtet haben. Frau Stemberger, wir leben in einer Zeit, in der viele immer sagen, ach, das ist eine egoistische Gesellschaft. Solche Werte wie Mitgefühl und Solidarität und eben Zivilcourage, die sind vielleicht gar nicht mehr so en vogue, sind gar nicht mehr so angesagt. Sehen Sie das so? Haben Sie auch das Bild, dass wir egoistischer geworden sind? Also ganz ehrlich, ich beschäftige mich damit deshalb nicht, weil ich mir denke, wichtig ist, was jeder Einzelne tut. Das hilft mir gar nichts, mir anzugucken, wie negativ und kalt und unfreundlich. Ich meine, da würde ich gar nicht aufhören. Wenn ich in die Richtung gucken würde, würde ich gar nicht aufhören, mir die Katastrophen dieser Welt anzugucken. Mhm. Ich habe versucht, mein politisches Dasein auf das
auszubreiten, was ich tatsächlich persönlich bewirken kann. Sie sind eine, ja, Sie sind eine beliebte, eine erfolgreiche Schauspielerin, die wir aus ganz unterschiedlichen Rollen kennen. Vorstadtweiber, König von St. Pauli, vieles mehr. Wenn sich prominente Menschen auch engagieren, dann passiert das oft in Organisationen oder in Vereinen. Man sammelt Spenden. Aber es ist sehr selten, dass Menschen die eigene Tür, die eigene Wohnung öffnen für Menschen in Not. Sie tun das. Warum? Es ist fast aus einer praktischen Überlegung herausgekommen, weil also täglich oder wöchentlich mit jemandem Deutsch zu lernen oder Medikamente, Kleider sortieren oder sonstige Dinge, die da angestanden sind, das war bei dem bewegten Leben, das ich führe, mir nicht vorstellbar. Und dann habe ich mit meiner Tochter, ich habe das 2015 zum ersten Mal gemacht oder wir haben es zum ersten Mal gemacht, ich habe das mit meiner Tochter besprochen, weil wir haben damals zu zweit gelebt, ob das etwas ist, was sie sich vorstellen könnte. Wahrscheinlich konnte weder sie noch ich mir das wirklich vorstellen. Sie waren, glaube ich, alleinerziehend. Sie war 15, ihre Tochter fand. Genau. Und irgendwie haben wir gefunden, also es war so ein Bedürfnis von mir. Wir sind zum Westbahnhof in Wien gegangen und die Idee war, entweder einer Familie für eine Nacht zu helfen oder eine Frau oder zwei Frauen, weil einen jungen Mann alleine konnte ich mit einer 15-Jährigen nicht, für längere Zeit. Und dann war das gar nicht so leicht, weil Frauen allein waren ja gar nicht unterwegs. Mhm. Aber wir haben dann eine große Familie gefunden und dann hat es so 2-3 Tage gedauert, bis klar war, okay, das ist eine Mama, die ist 2 Jahre älter als ich und ihr erwachsener Sohn. Und dann dachte ich, na gut, das, wenn die Mama dabei ist. Also es musste aber schon irgendwie passen, ne? Man will schon ein Bild haben von denjenigen, die mit einem dann unter... Man hat in 2 Tagen kein Bild. Mhm. Okay, aber auch keinen ersten Eindruck? Ich glaube... Es ist auch ein Wagnis. Man trifft auf, natürlich ist es ein Wagnis. Man trifft auf Menschen, die in Not sind. Mhm. Und das ist das Erste, was einem begegnet. Mhm. Ich kann sagen, also ich habe vieles gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, was ich, glaube ich, in meinem Leben davor nicht gemacht habe und vielleicht auch nicht gekonnt habe, Leuten ohne irgendeinen Zweifel entgegenzutreten oder um irgendeinen Rückhalt, sondern das geht nur, wenn du sagst, ich mach auf. Vorbehaltlos erstmal. Ja, es geht nur so, weil ich kann ja nicht, wenn ich einen Zweifel oder eine Furcht in mir verspüre, kann ich es nicht machen. Und das Schöne ist, dass wenn du das den Leuten entgegenbringst, kriegst du das Beste von denen. Erzählen Sie mal, wie haben Sie zusammengelebt? War das wie eine WG? Oder? Naja, ja? Erstens mal muss man sagen, mit meinen syrischen Freunden, mit dem syrischen Teil meiner Familie, wie ich sie bezeichne, wir hatten am Anfang gar keine Sprache. Wir hatten die Augen und wahrscheinlich die Herzen und Hände und Füße und den Google-Übersetzer, der aber manchmal ziemlich einen Schmarrn ausgespuckt hat. Ich glaube, formiert hat sich's um das, was in der Küche stattgefunden hat. Gemeinsames Kochen, gemeinsames Einkaufen. Dann war es auch sehr spannend, weil das sind Muslime, gläubige Muslime. Es war auch sehr spannend. Aha, die sind schon um 5 wach und fangen zu beten an, also die Mama jedenfalls. Es gab auch einige sehr lustige Missverständnisse, die wir hatten. Und dann, ich habe mich immer als Steigbügelhalter gesehen. Was heißt das? Das sind Menschen, die kommen aus ganz selbstständigem Leben und verlieren alles und was auch immer an Struktur sie in ihrem Leben hatten oder Sicherheit oder Pläne, das ist alles weg. Und das ist, glaube ich, fast nicht vorstellbar. Und ich habe mich als Steigbügelhalter gesehen für ein
machbares Leben, das wahrscheinlich sehr anders aussehen wird als das, was Sie vorhatten in Ihrem Heimatland. Also wenn Sie sagen Steigbügel, der erste Steigbügel war ja schon mal, dass Sie gesagt haben, ich mache vorbehaltlos auf. Ihr seid hier in meiner Wohnung mit meiner Tochter und mir zusammen. Das ist mal schon mal Respekt dafür, dass Sie diesen Steigbügel angeboten haben, aus dem Vorbehaltlos. Haben Sie ihn auch sonst, es gibt ja eine Menge andere Hindernisse, haben Sie ihn auch sonst, zum Beispiel in der Bürokratie oder in anderen Dingen? Unendlich viel. Natürlich, weil die hatten einfach keine Sprache. Und mir war es wichtig, dass die Leute, die unter meinem persönlichen Schutz stehen, dass ich die zur Polizei begleite, das Asylverfahren begleite, alle diese Dinge. Ich weiß nicht, in wie vielen Telefonleitungen ich stundenlang gehangen bin. Ich konnte die Melodien schon mitsingen. Und umso größer die Freude, wenn dann was gelungen ist. Und, das muss ich auch sagen, du bist zwar der, also im Unterschied zu deiner Situation, war es bei uns so, du bist der, der den ersten Schritt macht und sagt, okay, kommt, ihr seid jetzt hier, so lange, wie ihr das braucht. Und dann finden sich viele, die sagen, das traue ich mich nicht, aber das und das und das und das. Okay. Also ich war irgendwie so, oder wir waren das Zentrum eines Sterns, wo auch da wieder ein Steigbügel für andere sozusagen, auch mit einzusteigen. Ja. Wenn Sie das so beschreiben, ich versuche es mir trotzdem noch mal vorzustellen, gemeinsam, also das Bad teilen, die Küche gemeinsam, das ist, war es Ihnen auch irgendwann mal zu eng? Gab es auch mal Konflikte oder war es? Das war eine Situation, also mit meinen syrischen Freunden war das ein halbes Jahr. Ja. Da reißen sich alle dermaßen zusammen. Also vor allem die, die das größere Leid haben. Also natürlich habe ich die Mama und auch den Sohn mal schluchzend in meinen Armen gehalten. Das haben die lustigerweise nie voreinander gezeigt. Mhm. Die waren füreinander immer stark. Aber ich habe arabische Lamentationen, die ich auch nur mit dem Herzen verstanden habe. Mhm. Weil natürlich gibt es Momente, wo die niederbrechen und dann kannst du kannst nur mit dem Herzen und mit deinem Körper, du kannst es so machen. Und dann geht es aber auch schon wieder weiter. Und es ist ja nicht so, dass ich dann ohne Hilfe war, weil in meinem bewegten Leben war es dann auch mal so, ich muss weg, das Kind ist krank. Da wird es auf syrische Art gesund gemacht. Meine Tochter hat gesagt, muss ich jetzt diese Zitrone trinken? Ja, sie hat 7 Kinder großgezogen, wird gehen. Sie haben gesagt, da ist eine Freundschaft entstanden zu Ihrer Retterin, zu Elke, die Ihnen auch wichtig ist. Sie haben das als Ihr syrischer Teil der Familie. Ja. Also empfinden Sie das so innig, das, was da entstanden ist? Also das sind Leute, auf die ich mich in einem Maß verlassen kann, wie auf meine Familie. Wie verbreitet ist das, was Frau Stemmenberger macht, wirklich die Türen aufzumachen? Wie vermeide ich? Wie verbreitet das ist? Also zunächst wollte ich noch mal Ihre Faust vorbehaltlos betonen. Wir haben in unserem Center 4 Faust vor, und das sind sie: Vorbild, Verantwortung, vorbildlich, Verantwortung, Verpflichtung, Vertrauen. Und Vertrauen ist dieses vorbehaltlos. Und dadurch, dass Sie Vertrauen und Vertrauensvorschuss gegeben haben, kam das natürlich auch zurück. Also das berühmte Reziprozität. Ja. Ich gebe und kriege auch viel zurück. Nein. Und oft sind eben diese ganzen Kleingeister, die geben eben nichts, weil sie sich immer nur als Opfer fühlen. Ja? Und warten. Und man müsste was tun, der Staat müsste was tun. Und hier ist es die Einzelperson. Aber umgekehrt, ich weiß nicht, ob Kleingeist das Richtige ist. Sie haben wirklich dieses Wagnis, sind eingegangen. Aber können Sie sich das alle vorstellen? Weil es sind ja erstmal fremde Menschen, wie Sie gesagt haben. Man hat kein Bild nach 2 Tagen, haben Sie ja auch eingeräumt. So ein Wagnis einzugehen, könnten Sie sich das vorstellen? Also sag mal, die Menschen sind ja in absoluter Not, ja? Also es war mir eine Pflicht und ich hätte das Gefühl gehabt, ich gehe an meiner Verpflichtung, die ich in mir spüre, vorbei. Ich hätte etwas versäumt im Leben, wenn ich es nicht gemacht hätte. Wie geht's den beiden denn heute? Ja, das ist eine große Familie. Ich weiß nicht,
wie viele Wohnungen wir gefunden haben. Mhm. Und ich erfahre sehr viel Hilfe von denen. Die sind ganz großartige Handwerker. Und wenn der Ahmed die Nase bei der Tür reinsteckt, gibt es immer irgendwas, was er zu tun kriegt. Also die leben heute in Wien? Ja. Ja, und wissen Sie, was der Sohn zum Beispiel macht, der bei Ihnen mit eingezogen ist? Der Ahmed ist inzwischen, der hat ein Transportunternehmen gegründet. Mhm. Und ich habe ihn natürlich auch gesagt, hey, die können arbeiten. Also ich habe auch da ein bisschen versucht, und habe immer gesagt, ihr müsst pünktlich sein. Ja, mit dem Blick, glaube ich. Ja. Okay. Da macht man das lieber. Braucht man das nur einmal zu sagen, ne? Ja. Und dann sitzt es, oder? Genau. Ich habe schon gesagt, vor einem halben Jahr haben Sie wieder gesagt, ich öffne meine Wohnung für Menschen in der Not. Eine ukrainische Ärztin ist jetzt bei Ihnen mit Ihrer Tochter. Wenn Sie diese gemeinsame Zeit sehen, 2015 jetzt wieder. Sie haben gesagt, Sie mussten das tun. Was hat es Ihnen jetzt, wenn Sie es noch mal sagen würden, auch gegeben? Unendlich viel. Es hat mich auf Vorurteile aufmerksam gemacht, mit denen ich durchs Leben gehe. Wie ich manchmal auf Leute geguckt habe, die in Not sind. Sachen, die ich ohnehin an mir nicht mochte. Aber dadurch, dass ich Bedürftigkeit so nah bei mir gehabt habe, das sind einfach Leute in Not und es geht notwendig auch darum, es so zu gestalten, dass die Würde nicht verletzt wird. Alle diese Dinge sind manchmal heikel. Also ich habe, es hat mein Herz vergrößert, also nicht im medizinischen Sinne, aber ich denke schon. Es hat mich, glaube ich, ein bisschen angestrengt und immens bereichert. Vielen Dank, Frau Stendal. Wenn Menschen Ängste haben, solche Schritte zu gehen, ist es nicht gleichzeitig auch wichtig, die ernst zu nehmen? Also, dass die sagen, ich traue mich eben nicht, ich würde es nicht machen, weil... Das müssen wir zunächst auch akzeptieren. Und nicht jeder ist so privilegiert, dass er das auch sich leisten kann. Ja. Aber es wäre natürlich wünschenswert, wenn diese Menschen dann sagen würden, aber was können die stattdessen machen für diese Menschen? Das ist der Punkt. Statt zu sagen, ich fühle mich auch gar nicht zuständig, die Welt ist ohnehin ganz schlecht, ja, und ich sehe es überhaupt nicht. Es gibt Gott sei Dank viele solche Leute wie Sie, nur die sind nicht so sichtbar. Ja. Aber wissen Sie, was ich da auch immer ganz wichtig finde? Die Fantasie, ich könnte auf der anderen Seite sein. Absolut. Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Absolut. Ihre Tochter, hat sie das alles genauso erlebt? Hat auch sie was davon mitgenommen oder war es für sie? Ich glaube, sie musste sogar ihr eigenes Zimmer räumen. Das erste Mal sind wir gemeinsam in ihr Zimmer gezogen. Ja. Ich habe mein Zimmer freigegeben. Und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt sind die ukrainische Mama und ihre Tochter sind im Zimmer meiner Tochter, die inzwischen nicht mehr bei mir wohnt. Aber würde auch sie im Nachhinein sagen, ja, das war so eine tiefe Erfahrung? Und das hoffe ich doch. Mhm. Darf ich eine Nachfrage? Wo ist die Wurzel, dass Sie so handeln bei Ihnen? Die ist ganz sicher da, dass meine Omi, die auf der Flucht war mit zwei kleinen Kindern, mir erzählt hat, und das ist mir so in Erinnerung, wie toll das war, wenn sie auf der Flucht von einem Bauern ein Glas Milch bekommen haben für die Kinder. Okay. Dann dachte ich, jetzt bin ich in der Situation, dass unsere Familie hat was gekriegt und jetzt kann unsere Familie was weitergeben. Ich gebe was zurück. Selber. Herr Ulrich, Sie erzählen uns eine Geschichte einer geretteten Bäckerei. Aber das ist eigentlich, geht es um viel mehr als das. Sie müssen uns aber erst mal erklären, Sie kommen aus Wombach, sind da auch aufgewachsen. Das ist ein Stadtteil von Lohr am Main. Nun waren wahrscheinlich nicht alle hier im Nachtcafé schon mal im Wombach. Erklären Sie uns doch mal, wie ist es da? Was zeichnet Wombach aus? Also was Wombach auszeichnet, ist erstmal, es liegt in einem ganz tollen Landkreis. Es liegt in einer Region, in dem Spessart. Da kann man sehr gut leben. Wie viele Einwohner? Wombach hat knapp 2000 Einwohner. Mhm. Und Sie haben es ja gerade erwähnt, ein Stadtteil eben von Lohr und hat eine tolle Dorfgemeinschaft.
Das zeichnet uns aus, wenn Sie mich konkret nach Wombach fragen. Also würden Sie sagen, das ist so ein Dorf, da kannte wirklich jeder jeden? Kannten Sie die meisten einfach? Ja, genau. Also da kennt jeder jeden. Ja, jetzt gut, ist ein bisschen gewachsen. Bei 2000 wird man es nicht mehr ganz schaffen. Ja. Aber ansonsten ist es schon so, dass man sich kennt. Einfach, es gibt so viele soziale Strukturen in dem Dorf, wo man sich auch immer wieder über den Weg läuft. Es gab auch oder gibt eine Metzgerei, es gibt eine Bankfiliale und es gab seit 1925 auch eine Bäckerei der Familie Endres. Die musste im März schließen. Warum? Ja, es ist eine sehr traurige Geschichte eigentlich. Der Bäckermeister Endres war schon 68, vielleicht hat der eine oder andere schon gedacht, ja, irgendwann wird er auch mal sein Geschäft beenden, hat keine Nachfolge in der Familie gehabt. Dass es so lief, wie es jetzt lief, das war natürlich nicht abzusehen. Und das war ja für uns alle ein bisschen eine schockierende Nachricht im Ort, wenn man erfuhr, dass er schwer krank war und aus diesem Grund die Bäckerei aufgeben wollte und eben keine Nachfolge hatte zu diesem Zeitpunkt. Wie haben Sie dann reagiert? Sie... Ja, das ist so, wie es auf dem Dorf eben ist und besonders in Wombach. Es gibt Anlässe, wo man sich trifft und in unserem Fall war das der Faschingssonntag. Mhm. Der Fasching hat nicht stattgefunden, das Dorf wollte sich trotzdem treffen. Jetzt sind wir wieder ganz tief in diesen sozialen Strukturen unterwegs. Man war in der Feuertonne gestanden und ja, und das, so eine Nachricht ist wie ein Lauffeuer im Dorf. Also das ist eben so, ja, der Bäcker Endres ist schwer erkrankt und er wird wohl zum 31. März die Türen schließen. Und ja, es ging irgendwie so, glaube ich, bei jedem durch den Kopf, das kann nicht sein. Der Bäcker gehört zum Dorf und wir wollen unseren traditionellen handwerklichen Bäcker im Dorf haben. Was könnte man tun? Mhm. Das ist nicht nur der Gedanke einer Person gewesen, sondern es waren gleich zwei, drei. Und schon waren wir im Gespräch und hat überlegt, wie könnten wir hier als Gemeinschaft eben agieren, wie könnte man da was ermöglichen. Und was hatten Sie für eine Idee? Ja, die Idee war, und die war recht nahe gelegen, wir haben uns gedacht, eine Genossenschaft kann so einen Betrieb führen. Eine Genossenschaft ist der Zusammenschluss vieler Menschen, die das Gleiche möchten. Und war Ihnen klar, ich meine, das war ein Faschingssonntag, haben Sie gerade gesagt, ja, dass das nicht nur irgendwie so eine Idee war aus so einer Partylaune, da stecken drei die Köpfe zusammen. War Ihnen relativ schnell klar, dass das was Ernstes wird? Ja, das war uns relativ schnell klar. Also ja, wir haben uns da schon wirklich vom ersten Moment an Gedanken gemacht, wie könnte das aussehen, was braucht man noch für Menschen dazu. In der ersten Runde waren wir zu dritt, zu viert zusammengestanden. Und dann überlegt man, wer hätte dann noch Ideen dazu, wer könnte einen Input geben, Netzwerk sein. Wir brauchten auch aus unserer Gruppe, war jetzt niemand eng mit der Familie zusammen. Und wir brauchten jemanden, der den Zugang zur Familie bekommt, in dieser Phase auch. Das war nicht einfach. Und haben uns da einfach gut vernetzt. Ja, und jeder hat einfach geglaubt, es ist machbar. Wie hat die Familie denn reagiert? Irgendjemand muss ja dann auf Sie auch zugehen. Man weiß ja nie, ja, genau, wie das dann so aufgenommen wird. Wie hat die Familie Endres dann reagiert? Also sie hat sehr offen reagiert. Wir hatten eben diesen Zugang da durch einen guten Freund vom Bäcker. Waren dann zu dritt in einer kleinen Küche gesessen, hinter der Bäckerei, hinter der Ladenstube. Und man hat einfach schon gemerkt, wie wir gesagt haben, wir würden uns Gedanken machen, wie können wir das hier vor Ort erhalten. Mhm. Es gab dann schon Anfragen, ja, einen großen Filialisten, der hier reinkommt. Und das wollte aber niemand. Und der Familie war es echt wichtig, dass das, was sie aufgebaut hat, und es waren drei Generationen, die diese Bäckerei aufgebaut hat, handwerklich. Der Gerhard Endres, der Bäckermeister, der hat sein Leben dort verbracht. Und man hat schon gemerkt, die wären für diese Idee total offen. Die waren offen. Pumuckl fühlt sich immer noch wohl, ne? Ich kontrolliere das nur immer mal. Okay. Ja. Wie ging es dann weiter? Haben Sie dann gesagt, das ist jetzt eine Idee, wir müssen das Dorf irgendwie zusammentrommeln? Oder, genau. Oder wie war das? Das war genau der Gedanke, wir müssen das Dorf zusammenbringen. Aha. Dann haben wir uns zusammengesetzt, haben abends Gesprächskreis gemacht, haben uns Gedanken gemacht, überhaupt nur über dieses Geschäft. Keiner von uns ist Bäcker oder hat annähernd schon mal mit einer Bäckerei zu tun gehabt. Ja. Und dann haben wir uns viele Kärtchen geschrieben, an was wir da alles denken müssten. Und ich kann Ihnen sagen, die Wand war voll. Die Wand war voll? Die war mit Zetteln. Und dann stelle ich mir vor, irgendwann haben Sie dann... Genau.
Und dann sind wir an die Öffentlichkeit. Was heißt Öffentlichkeit? Öffentlichkeit heißt, also erstmal im Dorf die Öffentlichkeit, haben gesagt, es gibt eine Initiative, die würde das tun. Haben Sie denn so einen Bürgersaal? Ja, da gibt es ein sogenanntes Vereinsheim. Okay. Das ist ein Haus von allen Vereinen unterschiedlich immer wieder genutzt. Dort haben wir hineingeladen und haben gesagt, wir hätten eine Idee. Aber bevor wir das sagen konnten, mussten die Leute ja kommen. Ja, ja. Und wir hatten dann so 150, 200 Plätze vorbereitet und es kamen tatsächlich fast 300 Leute. Sonnbach eben, ne? 300 Leute. Also was konnten die Einzelnen oder sollten die Einzelnen beisteuern? Ich meine, eine Genossenschaft muss ja jeder auch mal ein bisschen was in den Topf tun. Was sollten die beisteuern? Das ist ein guter Auftakt. Wir brauchten natürlich ein Kapital. Und dafür ist die Genossenschaft eine gute Form. Das heißt, jeder kann sich beteiligen mit einem Genossenschaftsanteil. Eine Stimme, Genossenschaftsanteil für 150 Euro konnte man sich beteiligen. Wie viel war das? 150 Euro. Und jeder, der Interesse hat, durfte das an diesem Abend auch schon schriftlich erklären, eine sogenannte Absichtserklärung abgeben. Wenn ihr das schafft, bin ich dabei. Mit 1, 2, 3, 4, 5 Anteilen. Und wie viel waren das schon an dem Abend gewonnen? Wir hatten einen guten 6-stelligen Betrag eingesammelt, bereits an diesem ersten Abend. Respekt. Wenn Sie das so hören, und wir hören gleich noch, wie es weitergeht. Wenn Sie in Ihre Wohnumgebung schauen, könnten Sie sich vorstellen, dass, was weiß ich, in Ihrem Stadtteil, in Ihrer Stadt, in Ihrem Dorf auch sowas entstehen würde, dass man sagt, der Bäcker um die Ecke, den wollen wir erhalten oder eher nicht? Sie sind so ein bisschen unentschieden, oder? Mein Leben ist so, ich bin zu viel unterwegs. Ich habe mir immer schon mal gedacht, da könnte man Kaffee machen, da können wir uns treffen und das würde so ein Kretzelkaffee werden. Und bei mir scheitert es daran, dass ich dann nicht so viel, man muss vor Ort sein, man muss das betreuen und dahinter sein. Ne? Also ich lebe in der Stadt, das sind 7000 Einwohner, das waren mal, als die Stadt vielleicht so 5000 Einwohner hatte, 4 Bäcker in diesem Ort. Heute gibt es keinen mehr, es gibt einen Finalisten, der eben mit 2 Niederlassungen da arbeitet. Aber einen Bäcker haben wir nicht mehr, einen Schuster haben wir nicht mehr. Also auch in so einer Kleinstadt gibt es viele Handwerksberufe einfach nicht mehr. Aber das ist doch genau die Zukunft. Wir haben in ganz vielen Regionen, wo der Metzger abwandert oder der Bäcker nicht mehr da ist. Und wo die Leute nicht nach dem Staat rufen, sondern sich wie Sie organisieren und sagen, und der Professor Yunus hat ja dafür auch den Friedensnobelpreis bekommen, genau mit Ihrer Idee. Gibt Kleinkredite mit über Genossenschaften. Und ich kann nur sagen, weil Sie gefragt haben, unter welchen Bedingungen. Ja. Man braucht Multiplikatoren. Das sind 3, 4 Leute, haben Sie angefangen. Und dann die Vereine, die das aktivieren. Also das heißt, ich nutze die bestehende Infrastruktur aus und sage, wir lassen uns von dem Problem nicht ablenken, sondern wir lösen das Problem gemeinsam. Aber Herr Frei, wenn Sie sagen, das ist die Zukunft, ist das Ihr Wunsch oder sehen Sie das schon, Wunsch, dass es im Kommen ist? Nein, das ist nicht nur mein Wunsch, sondern es ist im Kommen. Das hätte ja auch sein können, dass ein kommerzielles Unternehmen sehr profitorientiert das übernimmt und Sie sagen, nein, wir wollen ein gemeinschaftsorientiertes Unternehmen gründen, wo sich alle beteiligen und alle auch ihr Know-how reinbringen. Mhm. Und vermutlich wird der nächste Schritt sein, dass man sich da zum Kaffee trifft, dass Nachmittagsunterricht mit den Kindern gemacht wird, dass 3, 4 Generationen sich da versammeln. Das ist in der Tat teilweise schon die Zukunft, aber ich wünsche mir, dass es viel mehr die Zukunft wird. Herr Professor, das ist ja ganz wichtige Geschichte, wenn Sie sagen, die Menschen, das ist nicht profitorientiert. Die Menschen haben ein Kapital gegeben. Was ist denn die Rendite daraus? Die Rendite lautet, du hast weiterhin einen guten handwerklichen Bäcker im Dorf. Ja. Da bleibt nichts über. Ja. Ja, das ist auch für uns klar, dass wir hier kein profitorientiertes Unternehmen haben. Habt ihr jemanden gefunden? Das wollte ich gerade sagen. Habt ihr jemanden gefunden, der eben die Brötchen backen kann? Genau, so geht eben die Geschichte weiter, dass wir dann uns auf die Suche begeben haben, weil wir brauchten einen Bäckermeister. Der Bäckermeister, von dem ich erzählt habe, der erkrankte, ist mittlerweile auch verstorben. Also das ging sehr, sehr schnell. Wir haben in der Phase dann einen jungen, 36-jährigen Bäckermeister gefunden,
zwischenzeitlich noch eine zweite Bäckermeisterin eingestellt. Und das restliche Personal konnten wir eben auch vor Ort, die Arbeitsplätze für das restliche Personal konnten wir erhalten. Also für viele Menschen eine tolle Geschichte. Der Bäckermeister hat uns als ehrenamtliche Vorstände dieser Genossenschaft im Rücken und kann sich aufs Backen konzentrieren. Und ich glaube, das ist auch für viele Handwerker, auch in der Zukunft, vielleicht ein Modell, Spaß zu haben an dem Job, wenn ich irgendwelche Menschen habe, die mich dabei unterstützen. Also erstmal super, was Sie da auf die Beine gestellt haben. Jetzt stelle ich mir das so vor, da gab es diese Versammlung in diesem Vereinsheim, alle kommen, das ist aber erstmal vielleicht noch weit weg. Irgendwann, dann haben Sie den Bäckermeister gefunden, irgendwann muss ja der Tag da gewesen sein, dass die Bäckerei wieder aufmacht. Ja. Wie, beschreiben Sie mal, wie war der Morgen, wie war der Tag? Den Tag zu beschreiben, also die Vorgeschichte ist eigentlich, wir haben innerhalb von wenigen Wochen quasi dann dieses Wirtschaftsunternehmen, diese Genossenschaft gegründet. Das ist nicht so einfach in Deutschland. Wir haben es sehr schnell hingekriegt mit guter Unterstützung. Dann war der Tag da, das Dorf war da, die Blaskapelle war dabei, der Pfarrer war da. Es wurde eine Einweihung wirklich durchgeführt in den neuen Räumen, die man ein bisschen gestaltet hatte. Und die Familie Endres war da. Das war ein total emotionaler Moment, glaube ich, nochmal für den Herrn Endres an der Stelle zu sehen, dass ein Stück sein Lebenswerk einfach weitergeht. Also ich glaube, das war ein sehr berührender Moment für alle Beteiligten. Ja, und dann haben wir aufgeschlossen, morgens um 6 und wir hatten eine Schlange vor der Tür. Die Menschen waren nicht nur neugierig, die haben sich total gefreut, dass es einfach weitergeht. Super zu hören, finde ich wirklich. Nun ist es ja so, 2022 ist ja nicht unbedingt das Jahr, in dem man so einen Betrieb eröffnet, der stromintensiv ist und energieintensiv ist. Wie kommen Sie jetzt durch diese Zeiten? Wir haben die gleichen Herausforderungen, jeder andere Bäcker auch. Wir müssen mit den Rohstoffpreisen natürlich kämpfen, gerade Energie. Also das brauche ich, glaube ich, nicht auszuführen. Wir gehen mit einer gewissen Gelassenheit damit um, in Anführungszeichen, weil wir auch ein bisschen aufeinander aufpassen, weil jeder guckt, dass er das Beste einbringen kann, was er anbringen kann. Wie gesagt, 5 ehrenamtliche Vorstände mit unterschiedlichem Wissen und wir helfen dem Bäcker einfach da, wo wir können. Und haben Sie auch das Gefühl, dass Familie Endres, Sie haben den einen Moment schon beschrieben, dass Sie da auch die Familie aufgefangen haben, so dadurch, dass das weitergeht? Ja, das glaube ich schon. Also das würde ich sogar unterstreichen. Frau Endres wohnt weiterhin in dem gleichen Gebäude, schaut auch ab und zu mal in der Backstube oder im Laden vorbei. Also da ist eine gute Verbindung da. Ich glaube, das haben wir an der Stelle, ja, haben wir da auch was Gutes getan, um dieses Gefühl zu erhalten, dass dieses Lebenswerk noch da ist. Und vielleicht nochmal auf die Frage zurück, was die Bäckereien gerade umtreibt. Natürlich ist es total schwer, in so einem Handwerksbetrieb die Preise, also in so einer kleinen Bäckerei, die Preise zu stellen, nachdem, wenn ich auf den Einkauf schaue. Das heißt, wenn ich genau das kalkulieren müsste, ich glaube, da erzähle ich nichts Neues, dann hätten wir mittlerweile ganz andere Preise. Aber ja, die Gemengelage sagt natürlich auch, im Markt um die Ecke aus dem Automaten kriege ich Brot etc. etc. Also wir müssen unsere Qualität immer wieder hervorheben und unsere Mitglieder, das ist ganz wichtig, weil das ist nämlich der genossenschaftliche Gedanke pur, gehen in ihren eigenen Laden zum Einkaufen. Und wenn sie das nicht mehr tun, wenn sie nicht kommen, sondern dann plötzlich ihr Brot woanders kaufen wegen einem Euro, ich weiß es nicht, wenn sie das nicht mehr tun, dann funktioniert unser Modell nicht. Was sind denn die Dinge, die ihm gleich so das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, die kein Automat hinkriegt, die es in dieser Bäckerei gibt? Ja, da gibt es einiges. Es gibt, das muss ich erzählen, einfach, es gibt ein Gebäck, mit dem ist jeder Wombacher aufgewachsen. Das ist das sogenannte Eierweck. Eierweck. Genau, ist kein belegtes Brötchen mit aufgeschnittenen Eiern, sondern das heißt nur so und ist eigentlich ein ganz einfaches Buttergebäck. Aber es gibt es einfach nur bei uns. Und es schmeckt auch jedem und es gibt ganz viele süße Teilchen und ein sehr, sehr gutes Brot. Unser Bäcker ist nicht nur Bäcker, sondern Brotsommelier. Oha, 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 jetzt hier ein Raunen geht durch den Raum. So solidarisch zu sein, zusammenstehen, das macht ja auch immer was mit einer Gruppe. Und erst recht, wenn es dann so einen Erfolg hat. Was hat das der Dorfgemeinschaft jetzt nochmal gegeben?
ich glaube, das hat der Dorfgemeinschaft noch mal so einen weiteren Kit gegeben. Aber es gehört eigentlich zur DNA von Wombach schon immer dazu, sich gegenseitig zu unterstützen. Das wird es in anderen Dörfern auch geben, bin ich mir sicher. Also auf dem Land funktionieren solche Dinge schon auch an anderen Orten. Wir haben trotzdem, glaube ich, schon eine sehr, sehr gute Basis gehabt, weil einfach ein enges soziales Leben da ist. Es gibt sehr viele Vereine, die miteinander machen, Veranstaltungen miteinander durchführen. Und ja, ich glaube, da werden auch Werte weitergegeben. Ja, aber es ist eben nicht zufällig. Und für mich ist der entscheidende Faktor Führung. Ja? Also gibt es Leute, die den Unterschied machen und sagen, da ist ein Problem, aber wir lösen es. Es gibt ja bei Problemen, jetzt sehen wir den ganzen Abend, zwei Möglichkeiten bei einem Problem, bei einer Krise. Ich bin hoffnungslos, hilflos, sehe alles nur pessimistisch, Hilflosigkeitsmuster oder Bewältigungsmuster. Ich fasse dieses Problem als Herausforderung auf, alleine, aber zusammen mit anderen, weil ich mich verantwortlich fühle. Und das finde ich das Klasse, dieses kollektive Problemlösen. Und da brauche ich immer auch Führung, die vorausgeht. Also Menschen wie hier, die den Unterschied machen und andere mitziehen. Alltagshelden. Dankeschön. Alltagshelden. Nochmal danke an Sie, Herr Ulrich. Danke an die gesamte Runde und natürlich ein besonderer Dank. Aber es schmeckt immer noch, oder? Schmeckt immer noch. Schmeckt immer noch an Pumuckl. Ja, also an alle hier. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder in einer Woche dann mit dem Thema Familie. Wie halten wir das nur aus? Und hören Sie gerne auch mal in den Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben rein. Danke nochmal, bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Danke und tschüss. Danke.